Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil Village. Liebe Knusperbandenfreunde, ich begrüße euch zu dem Winter Expansion DLC von Resident Evil Village. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid begeistert mit dabei. Ja, wir haben das Hauptspiel ja schon durchgespielt. Für alle, die dieses Hauptspiel noch nicht kennen, sollten vielleicht am Anfang diese Playlist switchen und den ersten Part schauen, weil ich habe auf meinem Kanal Resident Evil Village durchgezockt und würde euch empfehlen, das zuerst zu schauen, bevor ihr hier mit mir den DLC Shadows of Rose durchlebt und bestreitet. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe tatsächlich mich nur von den Trailern schmackhaft machen lassen, tatsächlich. Und dementsprechend steige ich hier ein. Das Einzige, was hier neu sein wird, ist halt die Third Person anstatt First Person. Was man auch jetzt mit Ethan machen kann, nämlich die Hauptkampagne mit Ethan in Third Person anstatt First Person zu spielen. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Third First? Nein, Spaß beiseite. Aber der gute Ethan wird wahrscheinlich nochmal seinen Auftritt in Third Person haben, und zwar im Livestream. Mal gucken, wann, ich weiß es noch nicht. Lasst euch da überraschen, aber Ethan! Ethan! Freut sich bestimmt darauf. So, Outfits. Und zwar einmal das Standard-Outfit oder Street Wolf. Ich nehme natürlich einfach mal Street Wolf, weil das cooler aussieht. Es ist ja eigentlich Ethans Jacke. Sie hat ja das Einzige, was sie von Ethan hat, ist halt die Jacke und das Buch, glaube ich. Dieses Märchenbuch, was am Anfang der Geschichte quasi von der Mutter vorgelesen wird. Ja, und deswegen machen wir mal Street Wolf. Das sieht ganz cool aus. Ich weiß gar nicht, woher die Jacke kommt. Ich glaube, die ist auch Teil des Winters Expansion Packs. Egal. Okay, da stand es ja auch. Dads Jacke, ne? Naja gut, schauen wir rein. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem neuen Let's Play zu Shadows of Rose. Los geht's. Okay. Sorry I'm late. It's okay. I'm just enjoying the day. You said you had something important to tell me? I hope it's not about Chris wanting me to join his operation, because I already told him that's not happening. I see what he puts you and the rest of his Hound Wolf squad through. No, thank you. It's not about that. It is about you. Me? I worry about you. How are things at school? Seriously? That's what you wanted to talk to me about? That group of mean girls still hassling you? I mean, are they still treating me like a freak? Hey! Uh-uh. Look at me. You are not a freak. I am. You know I am. That's why I keep my distance from everybody at school. If they knew what I really was. So, you don't have any friends that you can talk to? Talk to? About what? How I'm hardly even human? How I'm some kind of horrendous monster? But, hey, it's okay. I hardly ever murder my friends. What if there were a way to get rid of your powers? I'd get rid of them in a heartbeat. All right, well, I think there's something I need to show you. You already know about Miranda and the mutamycete, how she researched it obsessively and performed experiments on human subjects. Like me. Exactly. What you don't know is that we recently found some of her research. Apparently, she discovered a purifying crystal that can remove the mutamycete from its host. Purifying crystal? If we can get our hands on one of these, we might be able to weaken or remove your powers entirely. Are you kidding me? No. No, but her notes are incomplete. However, I think I have an idea where we can find the rest of her research. Let's do it. Let's find it. Where is it? In there.
What? That's a fragment of the Megamycete. It absorbs and stores memories from people who pass away in close proximity, including Miranda and everything she knows. If you enter its consciousness, you might be able to solve the mystery of the purifying crystal. Wait, what do you mean enter its consciousness? Okay, so your deep connection will allow you to explore the information within. That sounds crazy. You sound crazy. Yes, 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 Rose, but not dangerous, right? Think of it just like walking through somebody else's memories. You really think this can work? I think it's worth trying. What do you have to lose? How do I even do this? Shit, I don't know. Try reaching out to it. See what happens. Okay. Fine. What the hell? Still here? Kay. Kay? Where are you? Kay! This isn't right. Den reinigen Kristall finden sollen wir. Okay, okay. Warum ist unser Kumpel nicht mehr da? Wo ist Kay? Und wo ist der Megamycete? Wo ist der hin? Der stand doch hier, oder? Okay, sehr, sehr merkwürdig. Untersuchen. Ja, auch hier wieder lasse ich euch die Wahl. Wollt ihr das lesen oder nicht? Dann drückt halt kurz die Pause-Taste. Ja, ich muss aber auch dazu nochmal sagen, ich finde das ganz schön fies, dass sie aufgrund ihrer Spezialkräfte da ja so ein bisschen gebullied wird. Fühle ich nicht. Ich meine, sie hat Kräfte. Ist das nicht geil, Kräfte zu haben? Na, mal gucken, wo die Geschichte uns hinführt. So, Kay, wo bist du? Okay, das sieht nicht aus, als wäre das Teil des Büros. Na, ist die Tür jetzt verschlossen? Nee, tatsächlich nicht. Okay, Quick Turn geht auch. Gut, können wir rennen. Erstmal wieder reinkommen in das ganze Geschehen hier. Oha, das sieht mir aus wie Kellergewölbe des Schlosses Dimitrescu. Schlotze. Einfach roter Wackelpudding. Und Blut. Das ist kein gutes Omen. Ich muss mich beeilen, sonst bin ich die Nächste. Ich muss an diesen Kristall kommen. Okay.
Das sieht immer noch fantastisch aus. Aber jetzt mal eine Frage an euch. Würdet ihr das lieber in Third oder First Person spielen wollen? Oh, es ist so dunkel. Okay, das Schloss, da gehe ich nicht hin. Unangenehm. Untersuchen. Oh. Ein einzelner Schuh. Kann ich nicht auch zoomen? Warte, doch, da. Okay, nicht, dass da irgendwie Zettel versteckt ist oder so. Sonst ist hier nichts. Nur der Schuh. Okay. Muss ich doch in die... Ah, okay. Gar nicht gesehen. Es ist so dunkel. Oha. Is someone there? Dangerous here. What is? Why? Hang tight. I'm gonna see if I can find a key. Okay. Irgendjemanden Fremden befreien. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und die klang so ein bisschen wie wir. Oder das, was Kay gesagt hat, hat halt funktioniert, dass wir in der Erinnerung des Megamyziten sind. Bilderrahmen. Was ist das? Untersuchen. Warum hast du das jetzt gemacht, Rose? Rose. Oh Gott. Das hätte auch schief gehen können. Ich weiß halt auch immer noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, Zellenschlüssel. Sie aus der Zelle zu befreien. Okay, wir sollten da also nicht reintreten. Da manifestiert sich... Das wird ja immer mehr hier. Manifestiert sich richtig irgendwas aus dieser Schlotze? Das ist wirklich gross. Ich möchte gar nicht wissen, was das ist. Okay, ich habe den Schlüssel. Let's go. Ah!
Thank you. That was a... You look just like me. Who are you? I'm Rose. What's going on here? Let's keep moving. But... Too dangerous here. Warte auf mich, lass mich hier nicht alleine, Mann. Die ist ganz schön fix unterwegs. Wo ist die denn hin jetzt? Da. Soll ich dir vielleicht helfen? Alles klar, machen wir. Teamwork. Twin Teamwork, würde ich sagen. Aber warum habt ihr so... so... altertümliche Kleidung an? Noch eine Rose. Da ist noch eine Rose. Noch eine. Hey, are you listening to me? Ne, anscheinend nicht Rose. Okay, dann mache ich mich mal nützlich und suche diesen Hebel, ja? Wenn du verzweifelst an der Tür darum umklopfst. Muss schnell diesen Hebel finden. Geh tiefer rein, okay. Ah, okay, jetzt können wir auch... Wir können so sneaken. Alles klar. Ich weiß gar nicht, konnte man das auch schon mit Ethan machen? Oh oh. Ich glaube, der ist jetzt was passiert. Oha. So many bodies. Hä, was ist denn mit denen passiert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die armen Roses. Was ist denn die Mehrzahl von Rose? Hebel. Oh Gott! Did that really? Oh God. Was ist mit der passiert? Was passiert mit euch? Wer spielt hier so ein makaberes Spiel? Wer klont sich so oft mich und tötet mich dann? Okay, von hier sind wir gekommen, alles klar. Oh nein. Was ist hier los? Oh nein, schnell den Hebel einsetzen. So, komm. Mach hin, Rose. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe auch nichts.
wo ich mit angreifen kann. Oh nein, da kommen immer mehr. So viele Seelenlutscher. Scheiße, genau, du sagst es. Weiter. Oh, meine schöne Jacke, Mann. This way, ja, okay. Oh nein. This way, alles klar. Gott sei Dank hilft mir dieses Licht. Uff, ich höre sie nicht mehr. Uiuiui. Also keine Cornflakes-Bande mehr, sondern Seelenlutscher. Ja. Erstmal in Sicherheit. Not until I get this out of my body. There's a crystal here that will remove the mold. I need to find it. And I'm not leaving until I do. Who are you? My guardian angel? Do you have a name? If you're an angel, then Gabriel, Michael? Okay. Michael? What now? Oh, eine Schreibmaschine zum Speichern. An der Schreibmaschine können Fortschritte gespeichert werden. Ja. Oh Mann. Also Seelenlutscher, ja. Einfach ausgesaugt worden, die anderen Roses. Oh. Ja, stimmt. Ja, ja, ich weiß. Das ist das Zimmer der Dimitrescu. Mit diesem Riesenbett. Aber da passt sie doch nicht rein, oder? Nee, dafür ist sie zu groß. Vielleicht früher, ja. Als sie noch nicht mit dem Megamyziten verstärkt wurde. Ja, das hat man ja auch am Ende alles erfahren, so. Das war schon irgendwie cool. So, untersuchen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwie noch welche Sachen von finden, ne? So Dimitrescu und so ist ja alles eine Erinnerung und wer weiß, was wir in dieser Erinnerung alles so erleben. Vielleicht sehen wir auch unseren Vater, wer weiß. Arznei. Okay. Wie benutzt man die eigentlich nochmal? Diese poor
more things. Ja, es als weiß ich nicht. Also die haben anscheinend, die möchten alle diesen Kristall haben. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ist das so ein Battle Royale der Roses? Okay, hier ist auf jeden Fall noch jemand anders. Ist die Frage, ob der uns freundlich gesinnt ist. Into running, it would have made the chase that much more thrilling. Let me go! It would seem this little rabbit lacks the necessary fortitude. A pity. If you had shown a little grit and actually escaped, that purifying crystal would now be yours. The crystal? Who's this? Oh, now we have a new little rabbit to pursue. Let's see how fast this one is. Find her! Hunt her down! Oh nee, nicht wieder die schon wieder. So, Rose, nimm die Beine in die Hand und rennen. Renn einfach schneller. Oh nein. Oh, shit. Das war knapp. Ich habe den Atem schon im Nacken gespürt, so. Oh, shit. Oh, oh. Thank God. A way out. Ausgang. Kein Ausgang. Zielen und schießen. Kein Problem. Verpiss dich einfach. Ich möchte nicht von dir ausgelutscht werden. Okay. Ja, da sollte ich vielleicht nicht hingehen. Ja, Freunde, das war der Duke. Was stimmt mit dir nicht, Duke? Warum? Wieso? Weshalb? Warum machst du sowas? Oh Mann, ey. Oder, ja, es war der Duke auf jeden Fall, natürlich. Wir haben kein Messer, ne? Ich möchte halt... Ich muss vielleicht nochmal in die Steuerung gucken. Ah, okay. Zack, zack. Ah, habt ihr gesehen? Sie schmeißt die Magazine nicht weg. Sie steckt die schön beiseite. Ja? Sie hat auch ein gutes Training gehabt. Ich glaube, ja? Sie hat ja von dem Wolf-Squad da geredet mit Chris. Ja. Wie wird es wohl hier weitergehen, Freunde? Ich bin gespannt. Denn wir haben den Kristall gesehen. Der ist da, wo der Duke gesessen hat. Und können wir die eigentlich ins Gesicht gucken? Nee, sie dreht sich immer weg. Schade. Ja, auf jeden Fall, okay, das haben wir auch wieder. Okay.
Ja, und das Inventar, genau. Der müsste irgendwo oben auf den Tasten. Ich muss mir das dann nochmal angucken, ganz in Ruhe, weil ich möchte jetzt nicht die Heilung verschwenden, wo es nicht notwendig ist. Ich weiß auch gar nicht, ob wir ein Craft-Menü haben. Weil, ach doch, herstellen. Okay. Na gut, dann können wir uns wieder, was das angeht, ein bisschen Rückhand anlegen, wenn es sein muss. Ja, dementsprechend sage ich danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin gespannt. Ja, der Duke, der letzte eigentlich von denen. Es wurde ja mal gesagt, dass der Duke, es gab ja vier. Ja, mach dich erstmal sauber, ganze Schlotze weg. Es gab ja diese vier, nicht Könige, sondern Baron oder Herrscher. Und Duke soll eigentlich ein Fünfter sein. Ich meine, ne, er wusste irgendwie immer Bescheid und hatte auch irgendwas, was, ja, den gehörte, ne? So, naja gut, auf jeden Fall, ja, schreibt mir eure Vermutungen in die Kommentare, ohne zu spoilern bitte. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part hier bei Shadow of Rose, Resident Evil Village. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.